Meine sehr verehrten lieben Zuschauer und Zuschauerinnen, herzlich willkommen zu einem neuen Infovideo von Chain Simulator 5 hier auf mit dem Kanal. Hier auf meinem Kanal. Und zwar, ich wollte euch mal ein wenig was zum Routhopping zeigen. Ich habe da ja im vorigen Video von gesprochen und ja, man kann hier zum Beispiel auf der Strecke Kassel-Würzburg hingehen. Wir sind jetzt hier in Fulda. Auf der Strecke Kassel-Würzburg, das seht ihr ganz klar an hier dran, Schnellfahrstrecke Kassel-Würzburg. Und wenn wir jetzt hier drauf gehen, können wir A drücken, zum Beispiel, also wenn ihr einen Controller zur Hand habt, dann seht ihr hier Frankfurt-Fulda. Klicken wir Fulda an und dann können wir auf Beginn gehen. Und ja, das ist eigentlich das ganz große Geheimnis dahinter. Oder das kleine Geheimnis, sagen wir mal so, wie das Ganze funktioniert. Und jetzt befinden wir uns wieder in Fulda, allerdings auf der Strecke Frankfurt-Fulda. Genau. Es wäre natürlich schön, wenn wir jetzt hier hingehen könnten. Das ist ja die gleiche Strecke. Es ist Fulda, ist ja Fulda. Wenn wir jetzt hingehen könnten und wirklich bis Kassel und so weiter fahren könnten, aber das ist leider noch nicht möglich. Was ein bisschen schade ist, ehrlich gesagt. Aber so ungefähr funktioniert das hier mit dem Route-Hopping. Das funktioniert natürlich auch auf anderen Strecken. Wie zum Beispiel auf der Strecke Kassel-Würzburg, ja, das haben wir ja gerade probiert, Dresden-Riesa, Rhein-Ruhr-Osten, Main-Spessart-Bahn und Ruhr-Sieg-Nord. Dann gehen wir mal ganz kurz auf die Strecke Rhein-Ruhr-Osten. Und probieren das da mal. Zu den Zügen Strecke auswählen. Dann gehen wir mal ganz kurz auf die Strecke. Machen wir so. Wobei wir können auch meinen Spessartbahn nehmen. Wenn wir sie jetzt gerade hier haben, nehmen wir die mal. Aschaffenburg Hauptbahnhof. Und dann versuchen wir es da mal. So, hier habt ihr das, dieses Zeichen wieder. Dann gehen wir da mal drauf. Drücken Sie A, um schnell zu reisen. Maintalbahn, Aschaffenburg. Also man kann wirklich hingehen und dieses Routhopping machen. Das ist wirklich genial. Es ist die gleiche Strecke, also der gleiche Bahnhof, sagen wir mal so, aber eine unterschiedliche Strecke. Es wäre natürlich schön, wenn die alle so verbunden werden können. So, jetzt sind wir auf der gleichen Strecke wieder in Aschaffenburg Hauptbahnhof, aber nicht die gleiche Strecke, sondern das ist jetzt die Maintalbahn und vorhin waren wir in Main-Spessart. Und das ist wirklich das ganze Geheimnis dahinter. Das gleiche geht natürlich auch auf der Strecke Rhein-Ruhr-Osten. Können wir auch kurz hingehen. Gehen wir hier hin. Nehmen wir Benneptal. Das war jetzt Rhein-Ruhr-Osten, Hagen. Okay. Es geht natürlich nur an bestimmten Punkten, nicht überall auf der Strecke. Es geht jetzt hier zum Beispiel nur Hagen Hauptbahnhof. So, hier wieder dieses Zeichen. Ruhr-Sieg-Nord. Wir befinden uns im Moment auf der Strecke Rhein-Ruhr-Osten.
Und jede Strecke, wir könnten das auf jeder Strecke machen, wo halt der Bahnhof zweimal vertreten ist. Also zum Beispiel jetzt wie hier auf der Strecke Rhein-Ruhr-Osten Hagen Hauptbahnhof, und Hagen Hauptbahnhof ist ja auch auf der Strecke Ruhr-Sieg-Nord vorhanden. Main-Talbahn gibt es ja Aschaffenburg, und Main-Spessart-Bahn gibt es ja Aschaffenburg. Das gleiche mit Frankfurt, Fulda und Kassel-Würzburg. Fulda gibt es auch zweimal. Also überall da ist das möglich. Wir befinden uns jetzt im Hagener Hauptbahnhof nur auf der Strecke Ruhr-Sieg-Nord. Also ich finde das eine schöne Sache. Man braucht ja nicht unbedingt ins Hauptmenü. Wenn man jetzt zum Beispiel von Rhein-Ruhr-Osten Hagen Hauptbahnhof auf die Strecke Ruhr-Sieg-Nord möchte, dann kann man das ganz einfach so machen. Braucht nicht mehr ins Hauptmenü und so weiter umständlich, sondern man macht einfach dieses Route-Hopping, und dann ist man hier auf dieser Strecke. Ich finde das eine wunderschöne Sache. Das Ganze ist möglich mit den Strecken. Ich kann euch das mal ganz kurz sagen. Einmal mit der Strecke Ruhr-Sieg-Nord am Bahnhof Hagen Hauptbahnhof. Main-Spessart-Bahn an dem Hauptbahnhof Aschaffenburg, also Main-Spessart-Bahn und Main-Talbahn. Das Ganze ist möglich auf der Rhein-Ruhr-Ostenbahn mit dem eben angesprochenen hier Hagen Hauptbahnhof und Ruhr-Sieg-Nord. Das Ganze ist auch möglich auf der Strecke Dresden-Riesa am Hauptbahnhof Dresden und auf der Strecke Dresden-Chemnitz. Das Ganze ist natürlich auch möglich auf der Main-Talbahn Aschaffenburg, habe ich vorhin schon vorgelesen. Das gleiche ist natürlich mit der Main-Spessart-Bahn möglich. Das Ganze haben wir ja schon auch auf Frankfurt-Fulda und Kassel-Würzburg probiert und auf der Strecke natürlich dann umgekehrt genauso Kassel-Würzburg und Frankfurt-Fulda. Also überall da, wo es die Bahnhöfe zweimal gibt in dem Spiel, da ist das überall möglich. Ich finde das eine sehr, sehr schöne Sache, und überall, wo ihr dieses Zeichen hier seht, mit diesem Fingerhut oder Spitzhut oder wie auch immer ihr das nennen mögt, könnt ihr das Ganze machen. Und ja, das war es eigentlich soweit von mir. Ich wollte euch das mal zeigen, was dieses Route-Hopping überhaupt bedeutet. Und ich hoffe, ihr habt das jetzt einigermaßen verstanden. Ihr könnt da gerne aber noch zu Fragen in die Kommentare schreiben, wenn ihr dazu Fragen habt. Stehe ich dann natürlich sehr gerne zur Verfügung. Und ja, da geht es leider nicht weiter. Wie gesagt, das war es soweit von mir zum Thema Route-Hopping. Ich hoffe, ich konnte euch da weiterhelfen. Wie gesagt, bis zum nächsten Mal. Euer Denis Spieters. Haut rein. Ciao, Servus und Tschüss. Eine schöne Woche noch. Ein schönes Wochenende. Passt auf euch auf. Bis zum nächsten Mal. Haut rein. Ciao, Servus und Tschüss.